Zeit haben wir es gebraucht. Die Gänseleber-Ravioli im Trüffelschuss 38 Euro. Spürt's es? Was? Die soziale Kälte, die da immer noch herrscht. Ja, total. Na, es ist ganz arg. Ich meine, unter dem Franitzky hätte es noch gekostet. Geh. Nicht einmal her. Also ich finde, seit Alfred Kanzler spürt man da drinnen schon auch die rote Handschrift. Da gibt es immerhin schon auch Gerichte unter 10 Euro. Dulli, das ist das Gedeck. Und was ist das genau? Messer, Gabel, Löffel, Stoffserviette, Brot und Butter. Ah, das darf man noch mit haben, nicht mehr? Was kann ich für Sie tun? Es geht um eine ORF-Sache. Apropos, so geht es nicht weiter. Ja. Was geht da oben auf jetzt mit unserem Alfred? Von wegen objektiver Berichterstattung. Das lassen wir uns nicht mehr länger bitten. Moment, Kollegen. Liebe Genossen, das ist jetzt aber ungerecht, bitte. Wir haben genau Buch geführt. Der Alfred war letzte Woche zweimal als Hauptmeldung in der ZIP. Einmal war er Studiogast in der ZIP 2, einmal war er in der Pressestunde, dann war eine Homestory im Report. Ne? Zweimal ist er in den Seitenblicken aufgetaucht und sein Lieblingsrezept war bei Frisch gekocht. Ja, eben erst. Wollt ihr uns vernichten? Geil, erklär's ihm. Jedes Mal, wenn der Ypsa-Ministrant aus dem Fernsehkastel ausschaut, kostet uns das Sympathien. 0,5% pro Auftritt. Locker. Schau, Burle. Wir denken schon an den nächsten Wahlkampf. Verstehst du? Ja. Die Leute dürfen nicht merken, dass wir in der Regierung sind. Ja? Das funktioniert eh teilweise schon sehr gut, aber wir müssen da aufpassen. Ja, aber die alle mitkriegen, dass der Gusi original Bundeskanzler ist, dann haben wir einen Arschhof. Aber der Alfred ist doch. Was? Was ist er? Aber der Alfred ist doch unser Bundeskanzler. Dolly, der linke Schuhbandel ist offen. Ah, danke. Also, was machen wir? Naja, ist ja kein Problem. Ihr seid ja personalreservetechnisch toll aufgestellt. Machen wir halt zum Beispiel nächsten Sonntag Pressestunde mit Josef Czap. Der will mich verarschen. Ich meine, er kann auch in Sport am Sonntag über den City-Marathon reden. Ich hol's mir zurück, erst bevor ich ihn paniere. Also, bleib ganz ruhig. Schau, das haben wir von unseren amerikanischen Wahlkampfmanagern. Good news are better than bad news. Bad news are better than no news. And no news are better than Pepe Czap. Ich habe gar keine Schuhbandel, ich habe stete Schuhe an. Für sowas haben die Arme auch keine Lösung gehabt. Wisst was? Sagt ihr uns doch einfach, wen von euch wir zeigen sollen. Ja, was ist mit mir? Ich bin immerhin in der Regierung. Dulli, jetzt ist das rechte Schuhband laufen. Na okay, das gibt's ja nicht. Ihr zeigt's niemand von uns. Nirgends. Okay. Uns gibt's nicht offiziell. Was ist das? Hab ich, ja. Ist klar. Also. Und wegen der Satire. Scheiß! Satire! Ihr zeigt's nicht einmal dem Zilk und die Tage. Kein von uns. Schluss mit lustig. Okay, alles klar. Ja, kein Problem. Es war ein Missverständnis. Mit Satire habe ich diese neue Sendung gemeint. Im ORF. Ach so. Die Vier da. Ja. So, das ist das mit dem Schäubing. Genau. Ein Steinmaurer. Die zwei. Jetzt hat sich nur ein Schädel dran gekriegt. Ich habe am rechten auch keine Schuhbadeln. Aber das mit der Satire-Sendung habe ich gehört. Da habe ich schon mit dem Alfred geredet. Der ist total dagegen. Der hat gesagt, nur über seine Leiche. Tja, dann. Sendung genehmigt und gewünscht.